In diesem Video zeige ich dir den wundervollen Wundklee. Hab ganz viel Freude dran. Los geht's! Heute habe ich für dich wieder eine ganz zauberhafte, magische Pflanze. Vielleicht kennst du sie, vielleicht hast du sie aber so noch nie gesehen. Das ist der sogenannte Wundklee. Schau mal diese Blüten an, die fast schon ein Sinnbild von Weiblichkeit sind, so wie Kleenblüten oft sind. Und dann dieses leuchtende Gelb, hier unten ist es schon etwas verblüht, da verblassen dann die Blüten. Hier oben sind sie noch frisch aufgegangen und haben eine wahnsinnige Ausstrahlung. Also dieses Gelb, das ist tatsächlich so, dass man das sofort sieht. Ich bin total dankbar, dass er hier bei mir aufgegangen ist in einem Topf der Wildnis. Und das Markante am Wundklee ist, vielleicht kannst du das hier sehen, er hat einen sehr ausgeprägten langen Stängel, der noch dazu auch sehr, sehr robust ist. Und dann sind hier unten so ein paar Blätter, die wirklich Kleeblätter sind. Also so manche Familien haben wirklich sehr viele Ähnlichkeiten. Und der Klee ist eine Familie, die sehr viele Ähnlichkeiten hat von den Blättern her. Die können zwar mal sehr lang gestreckt, mal sehr rund sein, aber auffallend ist in der Mitte immer diese lange mittlere Ader, die er da hat, fast wie eine Einkerbung. Und das sind, ich gehe mal näher hin, dass du das besser sehen kannst, das sind sehr glatte Blattränder. Und der Wundklee, der hat jetzt tatsächlich mal keine drei oder vier Blätter oder sowas am Stück, sondern ein Blattast so quasi, wo er ein kürzeres Paar hat, also ein ganz kurzes hier unten, jetzt hat er es scharf, dann ein mittleres, ein etwas längeres und am Schluss ein ganz langes. Und hier unten, jetzt schaue ich mal, ob ich da so rein kann, hier ist auch noch ein Blatt des Wundklees. Jetzt hat es scharf. Da siehst du jetzt ganz gut diese wirklich ganz ausgeprägte Blattkante, die nicht gezahnt und gar nichts ist. Auf der Rückseite ist sie so leicht silbrig. Das kannst du vielleicht jetzt erkennen im Lichtspiel. Ist total spannend. Und hier unten habe ich so einige. Also so kommt er erstmal raus. Man sieht erstmal nur diese langgestreckten, runden Blätter, die eigentlich so gar nicht erstmal nach Klee aussehen. Und dann schieben sich da dann diese langgezogenen Köpfe raus. Und hier habe ich jetzt auch noch mal einen, der ist allerdings schon verblüht, außer eine. Da sieht man es noch. Und hier habe ich einen, der noch richtig intensiv blüht. Eine unglaublich faszinierende Pflanze. Ich habe den Wundklee kennengelernt, eben durch eine Wunde, die ich hatte. Und daraus habe ich Tee gemacht und habe Kompressen draufgelegt auf die Wunde. Und es war wirklich unfassbar schön, wie gut es geheilt ist. Meine Krähen müssen mitsprechen. Und das, was ich auch schön finde, wenn man jetzt mal die Pflanze sich genauer anguckt, hier sind die Blüten. Und hier unten ist es so, als wenn es auf ein Tablett serviert werden würde. Guck mal, ist das nicht zauberhaft? Ich finde das so unglaublich schön, dieser Aufbau. Und sowas schaue ich mir immer ganz genau an. Wenn ich jetzt Pflanzen habe, die ich noch nicht wirklich gut kenne, dann beobachte ich erstmal. Dann schaue ich mir alle Einzelheiten an, damit ich sie auch wiedererkenne. Und dieser Aufbau des Wundklees, das ist tatsächlich einzig. Also das habe ich so nirgends mehr gesehen. Da ist noch dieser andere, der schon verblüht ist. Aber guck mal, ist das nicht toll?
erst so diese weißlichen Kelche und dann kommt daraus der gelbe Kern. Ja, also, was habe ich für dich für Fakten für den Wundklee? Man hat beobachtet, dass er tatsächlich gerne auch dort wächst, wo es Bodenerosionen oder Erdabrisse oder irgendwas sowas gab, was die Erde verletzt hat. Da taucht er wohl auf kalkhaltigen Böden oder generell sehr gerne auf und heilt so quasi den Boden. Also ist das nicht unfassbar schön? Und ich habe eben festgestellt, bei meiner Wunde, die ja auch so ein aufgerissenes, ja, mein Boden war genauso verletzt und da hat er als Teeausguss unglaublich gute Dienste geleistet. Als Inhaltsstoffe hat er Saponine, Gerbstoffe, Schleimstoffe und Farbstoffe drinnen. Er wirkt blutstillend, hustenstillend und krampflösend. Sein wissenschaftlicher Name ist Antilli vulnearia. Ich kann mir gut vorstellen, warum, weil das hier sieht tatsächlich so aus wie eine Vulva. Wenn man mal ganz genau hinschaut, eine ganz spannende Zusammenführung. genau. In der Volksmedizin wurde er ganz häufig gebraucht, deswegen habe ich ihn auch damals kennengelernt. Mir hat es eine Bäuerin damals empfohlen und eine Heilpraktikerin. Vor allen Dingen wird er häufig auch als Hustenkraut verwendet. Das wusste ich jetzt bislang noch gar nicht, aber kann ich mir auch gut vorstellen. Er wurde auch als Frühjahrskur verwendet. Durch seine Saponine, die ja sehr zusammenziehend wirken, kann er halt auch enorm gut als Blutstiller. Entschuldige, ich habe, seit ich in Kalifornien lege, manchmal etwas Sprachschwierigkeiten. Kann er sehr gut als Blutstiller wirken, weil eben durch, also Saponine sind Zusammenzieher, musst du dir vorstellen. Also das Gewebe zieht sich zusammen, dadurch ist der Wundverschluss relativ schnell da und auch eben der Blutverschluss ist da. Und das ist natürlich was sehr, sehr Wertvolles. In Kräuterteemischungen kann er sehr gut genommen werden als Magenstärker. Er ist harntreibend auch leicht und er hat eine blutreinigende Komponente. Hoppala, entschuldige. Man soll nicht lesen und gleichzeitig filmen. Ich habe hier ein bisschen was da liegen, damit ich ja nichts vergesse, dir zu sagen. Man kann ihn aber auch in Salaten essen, also diese einzelnen Blütenteile abzupfen und dann in Salate nehmen oder in Suppen reinmachen. Wie gesagt, ich habe mir damals einen intensiveren Teeaufguss gemacht. Also ich habe das getrocknete Kraut genommen. Blüten wie Blätter, habe daraus einen Teeaufguss gemacht und habe den dann auf eine Kompresse, also eine Kompresse reingetunkt und das dann als Wundauflage verwendet. Das, was ich auch immer interessant finde, das ist das Magische. Es ist ein sogenanntes Beschreikraut. Das heißt also, es unterstützt jemanden, dass er nicht von außen so berufen oder beschrien werden kann, also mit auch Flüchen belegt werden. Er schützt gegen ungute Einflüsse, die aber auch teilweise durch böse Gedanken kommen können. Also das Geist, die geistige Kraft ist natürlich auch immer wieder sehr deutlich zu fühlen. Eben, man wollte sich auch da natürlich gegen Hexerei schützen. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Ich werfe leider hier ein bisschen Schatten, habe ich gerade gemerkt. Man legte ihn vor allen Dingen kleinen Kindern in die Wiege. Was ich auch ganz spannend finde, um eben dieses Kind vor bösen Wünschen, so ähnlich nach dem Dornröschen, nach der Dornröschen-Geschichte, dass die 13. Fee nicht böse Wünsche drauflegen kann. Also es ist auch ganz, ganz spannend.
In Deutschland hat man einer kalbenden Kuh oft Wundklee ins Futter gemacht. In Böhmen hat man die Gänschen damit gefüttert, lese ich gerade hier in dem Buch. Das ist auch sehr spannend. In Rumänien war es ein heilendes Handelsgut und genauso beliebt wie 1000 Güldenkraut. Also der Wundklee ist wirklich auch was ganz, ganz Schönes. Überhaupt Kleearten, finde ich, können sehr, sehr, sehr vielseitig verwendet werden, wenn man jetzt auch mal an den Rotklee denkt, der ja auch eine so große Kraft hat. Ein ganz zauberhaftes Kraut. Also schau mal, ob du sowas nicht auch bei dir in deiner Umgebung findest. Und ja, für mich ist es eben auch immer sowas, was ich mir genauer angucke. Jetzt siehst du hier so ein bisschen meine Bildnis. Welche energetische Wirkung hat so auch hat auch so ein Kraut? Und für mich ist allein schon dieses Bild, dieses sich über sich hinausheben, etwas zu gebären. Also wenn man hier das anguckt, das schaut doch aus, als ob da irgendwas rauskommt. Das ist für mich sowas Gebärendes, sowas Leuchtendes. Das Licht geht auf, das Licht entfacht sich, das Licht steigt empor. Hier schaut es aus wie so ein Herzchen, wenn ich das hier so angucke. Und das alleine macht schon das Herz auf. Es berührt und löst dadurch auch enorm viel aus. Also du siehst, man braucht nicht unbedingt immer ein Kraut zu sich nehmen oder ein Kraut als Tee machen. Es reicht manchmal wirklich nur, sich damit beschäftigen, es in der Hand zu halten, ganz zart und vorsichtig, es von allen Seiten zu betrachten und eben auch Assoziationen zu bilden. So, an was erinnert mich das Ganze? Weil das können teilweise Hinweise sein, die dich extrem gut weiterführen können. Dann eben auch dieses Beschütztsein hier von unten. Es ist fast so wie Hände, die das halten und beschützen wollen. Hoppala. Und gleichzeitig eben ist es so wie so eine Bühne, wie so ein Teller, der sich auffächert. Also ganz, ganz spannend. Ja. Also guck mal, ob du sowas in deiner Nähe findest. Vielleicht hat dir das Video gefallen. Dann freue ich mich auf einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal und ich erzähle dir immer wieder etwas über unsere magische Kraft von Mutter Natur. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt von Herzen das Allerbeste und bis bald. Tschüss, deine Katrin.